Meine Damen und Herren, gar nicht. Ich möchte Ihnen noch mal einen Eindruck davon geben, auf welchem Weg Griechenland inzwischen ist, nämlich in Wahrheit auf dem Weg in einen Drittweltstaat. Marabia hat viele neue Geschwister. Sie hat sich inzwischen daran gewöhnt, dass sie nun im SOS-Kinderdorf in Saloniki lebt und nicht mehr bei ihren Eltern. Heute hat Marabia besonderen Grund zur Freude. Ihre Mama kommt zu Besuch. Erkannt werden möchte die Mutter nicht. Ihr ist es peinlich, dass sie ihr Kind abgeben musste. Nur einmal im Monat kann sie ihre Tochter sehen. Sie fehlt mir, ihre Anwesenheit. Sie morgens aufzuwecken, sie zur Schule zu bringen, sie zum Ballett zu bringen. Und wenn sie groß ist, wird sie vielleicht verstehen, warum ich sie hier abgegeben habe. Früher waren Mara Konstantina, ihr Mann und Marabia eine Familie, die ihr Auskommen hatte. Doch dann kam die Finanzkrise. Die Eltern verloren ihre Jobs, wenig später brach die Familie auseinander. Als alleinerziehende Arbeitslose war die Mutter nicht mehr in der Lage, ihr Kind zu versorgen. Als ich herkam, um mein Kind abzugeben, habe ich zu mir gesagt, oh mein Gott, was habe ich jetzt getan? Aber nach und nach weiß ich, es geht ihr sehr, sehr gut im SOS-Kinderdorf. Die bemühen sich sehr um die Kinder. Und dann habe ich zu mir gesagt, bevor wir auf der Straße landen und nichts zu essen haben, wirst du diesen Schritt tun müssen. Immer mehr Menschen aus der griechischen Mittelschicht rutschen ab, kommen finanziell einfach nicht mehr über die Runden. Seit 2009 gab es einen Anstieg von 70% der Anträge auf finanzielle Hilfe. Zurzeit gibt es 1000 Fälle, an denen die SOS-Kinderdörfer arbeiten. 200 Kinder haben wir bei uns aufgenommen und rund 800 weitere Fälle unterstützen wir außerhalb der SOS-Kinderdörfer. Wann Mara Konstantina ihre Tochter Marabia wieder zu sich holen kann, weiß sie nicht. Im Moment sieht es so aus, als sollte es auf lange Zeit bei monatlichen Besuchen im SOS-Kinderdorf bleiben. Herr Pantelouris, kennen Sie solche Beispiele auch? Ich kenne persönlich kenne ich so harte Beispiele nicht, das bricht an mir das Herz. Das, was Sie inzwischen in jeder Familie kennen, es ist inzwischen ja praktisch jede Familie betroffen davon, ist, dass es in Griechenland inzwischen ganz normal ist, dass wenn Sie ein kleines Kind zu Hause haben, dass Sie aufpassen, dass das Kind was Ordentliches zu essen kriegt, aber die Eltern nicht mehr. Die sitzen am Abendbrottisch und das Kind kriegt noch ein Stück Fleisch, aber die Eltern nicht mehr. So. Das ist inzwischen ganz normal und das trifft inzwischen die griechische Mittelschicht. Und weil das vorhin gesagt wurde mit den Sozialleistungen in Griechenland, es gibt ja diese Grundsicherung nicht. Für die Griechen wäre Hartz IV wäre ein Schritt nach oben. Also das wurde ja hier verkauft, wie man muss durch das Tal der Tränen durch. In Griechenland haben sie bisher 460 Euro Arbeitslosengeld gekriegt für ein Jahr und nach diesem neuen Sparpaket, was da beschlossen wurde, noch 320 Euro. Das kriegen sie, da gibt es auch kein Wohngeld mehr und gar nichts und dann nach einem Jahr sind sie da raus. Das einzige System, was in Griechenland funktioniert über die Jahrzehnte, ist die Familie. Auch deswegen, weil man diesem Staat eben nicht vertrauen konnte. Und das ist natürlich so, dass meine Generation, die Jüngeren, meine Generation, ich bin so alt wie die Griechische Republik, 37 Jahre alt, wurde genannt die Generation 700, weil die sowieso immer nur Mindestlohn verdient haben. Die muss man inzwischen die Generation 400 nennen oder so. Die will das natürlich schon lange nicht. Die wollte das schon lange nicht. Bloß glaube ich, dass hier auch die Chance verpasst wurde, denen den Mut mitzugeben und denen die Aussicht an die Hand zu geben, dass wenn man durch das Tal der Tränen geht, dass es geht, dass es danach besser wird. Die Aussicht haben sie nicht mehr. Woher soll die jetzt kommen? Es ist inzwischen ja so, dass funktionierende Unternehmen kaputt gemacht werden durch diese Sparpakete. Wenn Sie fragen den Lieferanten von Herrn Grupp, der muss das ja auch mitbezahlen, die höheren Energiepreise über die Steuern, die höheren Transportkosten und so weiter und so fort. Der wird auch illiquide gemacht, weil er die Mehrwertsteuer viel, viel später zurückkriegt vom Staat, wenn er das verrechnet, weil der Staat kein Geld mehr hat, weil das alles an Banken geht. Da sitzen Kinder im SOS-Kinderdorf und können nicht mehr bei ihrer Familie sein, weil dieser Staat Geld an Banken überweisen muss und dann fordert unsere Bundesregierung am besten, dass es auf ein Sperrkonto kommt, damit auch bloß niemand auf die Idee kommt, erstmal Arbeitslosengeld zu überweisen, bevor die Bank das Geld gekriegt hat. Das ist ja das, worum es hier geht. Herr Müller, Sie haben eben, als Sie den Film gesehen haben, darüber, dass
griechische Familien oder auch Alleinerziehende keinen anderen Rat mehr wissen, als dass sie ihr Kind ins SOS-Kinderdorf geben, wo man ja dachte, das sind wirklich Drittweltländer-Zustände. Da haben sie gesagt, das ist alles ein Wahnsinn. Jetzt sagt Philipp Rösler zum Beispiel, ihr Parteivorsitzender, Wirtschaftsminister, sagt, der Tag X verliert zunehmend an Schrecken. Und er meint damit, der Tag, an dem Griechenland aus der Eurozone ausschert. Ginge es dann nach dem Tag X den Griechen besser? Definitiv ja. Also ich weiß nicht, wie es den Zuschauern ging. Ich habe, als ich das gesehen habe, wirklich Gänsehaut bekommen. Dass das im Europa, in meinem Europa möglich ist, dass Kinder abgegeben werden, weil sie nichts zu essen haben, in SOS-Kinderdorf, das ist eine Schande. Wir geben für unglaubliche Dinge Geld aus. Und da können Kinder nicht mehr bei ihren Eltern wohnen. Ich bin entsetzt, wenn ich solche Bilder sehe. Das kann man sich von Afrika vorstellen. Aber von Europa, ist das unser Europa? Sind das unsere Werte, die wir vertreten? Egal, was wir machen, egal, was wir politisch entscheiden, das dürfen wir nicht zulassen, dass das in Europa stattfindet. Und da ist alles andere, steht da hinten an. Wenn Griechenland aus dem Euro rausgeht, würde es kurzfristig schmerzhaft werden. Und Sie haben ursprünglich mal gesagt, ganz am Anfang der Sendung, keiner kann abschätzen, was damit geschieht, welche Folgen das hat. Bin ich vollkommen bei Ihnen, das weiß niemand. Aber wir wissen, dass, wenn es so weitergeht, es ein Horror wird für Griechenland auf die nächsten Jahrzehnte. Ein brutaler Schnitt jetzt. Und diese Gelder, die wir jetzt dann nicht zur Verfügung stellen müssen, zu verwenden, ein Teil davon, es wird wahrscheinlich ein kleiner Teil reichen, um die Folgen abzumildern, wäre wesentlich überschaubarer. Und Griechenland hätte dann wieder die Möglichkeit für ein vernünftiges Geschäftsmodell. Die brauchen ein halbes Jahr brutale Phase und danach können die wieder ein Geschäftsmodell aufbauen. Das lassen wir am Schluss so stehen. Ich darf mich herzlich bedanken bei der Runde. Auch bei Ihnen, meine Damen und Herren, herzlichen Dank. Nächsten Mittwoch wieder. Bis dann. Tschüss und auf Wiedersehen.